Alles cool hier? Vivi, Tina! Schneller! Oh! Der Film beginnt ja wie das Versprechen. Schöner, sonniger, entspannter Sommerferien. Und dann bricht die Welt über dem Idyll herein. Was passiert? Und warum? Oh Gott. Was? Dinge passieren, weil sie passieren. Man weiß es nicht. Vor allen Dingen, es wird aber weiterhin Sommer bleiben. Also es wird jetzt nicht Herbst oder Winter im Film. Und deswegen wird das auch mit leichter Hand jedes Problem gelöst. Sei es noch so schwer. Nicht, weil Bibi die Hexe ist, sondern weil die Freunde zusammenhalten. Batsch. Dieses Mädchen verkleidet sich als Junge, damit es besser abkauen kann von der Familie, die nicht möchten, dass sie weiter zur Schule geht, weil sie heiraten soll. Die ist viel zu jung, darf sie noch gar nicht, eigentlich 16. Und dann haut sie ab nach Deutschland und trifft auf die beiden, Kapalken, und wird von denen gerettet, weil sie von denen verfolgt werden. Und der kommt hinzu und passt auf sie dann auf, während die quasi, weil sie entführt wird, dafür sorgen, dass sie dann wieder freikommt und dann danach zusammen nach Albanien zu sausen. Und der sorgt dafür, dass die Probleme viel größer werden. Das ist der Graf. Und die werden eingetauscht, die Schafe, 300. Deswegen ist es Tohuwabohu total. Was soll man jetzt machen? Macht mal halblang, ich kann hexen. Sie sind nicht mehr Herr hier in Ihrem eigenen Haus. Wir schaffen das. Bitte? Yes, we can. Ach, ich kümmere mich um Plan B. Was für ein Plan B? Hier kann man nicht einmal einen entspannten Sommer haben.